Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Reingezockt. Wir spielen eine Runde Doremi Fantasy. Wir haben heute zwei Gastkommentatoren dabei. Einmal Kill Bill, 1,85, ich begrüße ihn. Und Hallo. Sven Klein, der gerade Genau. Und der kleine Vincent, ein der bisschen mitkommentiert. mitmacht halt. Genau. Cool. Ja, Doremi Fantasy, das ist ein Spiel, was ich selber auch schon mal gespielt habe. Das macht Spaß. Das ist so ein Jump'n'Run für die jüngere Generation, sage ich mal. Also schon für damalige Verhältnisse, denen halt Super Mario ein bisschen zu schwer ist. Ja. Die Story ist halt, man ist hier so ein junger, zwergenähnlicher Typi, der geht auf Reisen. So. Cool. Genau, das trifft's. Das Ja, Spiel hat gut. tatsächlich auch so eine Art Story. Was? Wirklich? Ja, doch. Warte, ich lasse das jetzt ja einfach mal laufen, ein kurzes Stück, damit die Leute das an sich auch sehen Tatsache, und ne? So angucken richtig können. mit. So, und dieser Hund, der hinter ihm herrennt, der sieht irgendwie aus wie ein Bär, finde ich. Das hast du schon mal gespielt, wirklich? Ja, das habe ich schon mal gespielt. Das habe ich sogar mal im Livestream schon mal gespielt mit Break zusammen. Das war Ach der erste so. Livestream, den ich gemacht habe. Habe ich Ja. mir gar nicht. Doch, doch, jetzt weiß ich wieder. Das. Ja, stimmt. Das ist mir schon wieder entgangen, dass wir das schon mal drin hatten. Und dann kommt jetzt hier die Elfe oder die Fee. Aber wir hatten letztens nicht das Intro laufen lassen. Ich kann mich noch daran erinnern. Ja, das kann durchaus sein, dass wir das abgebrochen haben. Weil wir wollten da gleich spielen irgendwie. Richtig. Jetzt kommt der ultra böse Bösewicht. Dann ist doch jetzt mal die Gelegenheit, das Intro anzuschauen. Der ultra böse Bösewicht. Ja, und da guck doch mal, wie böse der ist. Weil böse ist der. Guck schon böse. Ja, jetzt klaut außerdem noch die Fee, ey. Kann ja wohl nicht Oh angehen. mein Gott, der klaut Ich Feen. meine, die geile Schnitte hat er jetzt hier geklaut, ey. Und wir müssen Nee, natürlich die der. Fee wieder befreien. Nee, Dann der. werden wir vermutlich am Ende des Spiels zu Peter Pan oder so. 100 Pro. Das wollen wir ja So, schon wir mal brechen auch das jetzt hier groß ab. Wir sehen. erkennen jetzt hier die Ambitionen unseres mystischen Hauptcharakters, der jetzt zu seinen Eltern Ja. geht. Und gerade eben hat er, glaube ich, noch blaue Klamotten angelegt. Jetzt hat er rote Klamotten an. Später hat er auch noch grüne Klamotten. Hey, etwas Schlimmes ist geschehen. Lass es los. Hier ist Fee entführt. Papa, darf ich jetzt gehen? Verpiss dich, Junge. So, großes Kopf. Ja, Standing fast. verpiss dich, Junge. Und jetzt macht sich halt der junge auf den Weg. Vor allem, verpiss dich, Junge. So, und wir schießen hier Blasen. Wenn ich jetzt hier gedrückt Was für halte. Blasen? Zack, dann macht er hier so einen rübelsten. Warte. Und jetzt, Achtung. Ja, wisst ihr Bescheid. So, jetzt ist er nämlich grün geworden. Das ist nämlich sozusagen die Lebensanzeige von unserem Kerlchen. Kleines Kerlchen. Okay. Kleine Kerzen, yeah. So, und das ist ja wie bei Bubble Bobble. Die Gegner müssen eingeblasen werden und dann kann man die Was anhüpfen. eingeblasen? Okay, eingeblasen. Hui. Wir sind eingeblasen Warte mal, ist werden. jetzt das Spiel ein bisschen leiser. Was müssen die eingeblasen werden? Eingeblasen werden. Also das ist Eingeblasen. auch ein Spiel, was wir ohne Probleme hätte. Wow, ohne Kugel. Auf dem VTech hätte rauskommen können. Okay. Oder so ähnliche Landcomputer-Systeme für Kinder halt. Muss eingeblasen werden. Doi-Bam! Kann man hier rutschen? Oh, der kann sich hinlegen. Goal! Ja, das war schon der erste Level. Aber geil. Ne, es wie gesagt, ist ein bisschen einfacher. Aber hier sind noch coole Passagen mit bei den Leveln dabei, wie zum Beispiel bei dem jetzt. Da hat man jetzt schon auf der Karte gesehen, da war jetzt ein Baumstamm. Und wie man sieht, ist dort auch der Baumstamm. Und da gehen wir doch einfach mal rein. Und dann geht's ab, Mann. Oh, oh, oh. Oh, unser Kerlchen kann noch schwimmen. Okay, das wusste ich nicht. Der Baumstamm guckt böse, wenn man auf ihn drauf geht. Ja, das sind schon schöne kleine Gimmicks in dem Spiel. Hätte Es man nicht ist gedacht. grafisch ist es wirklich hervorragend. Ach so. Der Doremi Fantasy, Quatsch, wie heißt der? Nee, Kur. Naja, wie ist denn der Typ, der es übersetzt hat? Das weiß ich nicht. Und das war Ghetto Truth. Ghetto Truth. Hat es übersetzt, ja, der hat eigentlich auch schöne Sachen gemacht. Also nicht viele, Gottes Willen, der hat nur das eine gemacht, aber der hat, glaube ich, für andere Projekten auch immer mal mitgearbeitet. Eigentlich Oh, schon man kann sehr auch auf die geil. Gegner draufhüpfen, wie ich gerade mitgekriegt habe. Das ist wie Super Moin. Mario. Ja, ist so ein bisschen Hey, wie das ist Super doch. Mario halt, ne? Ist richtig. Ja, ne? So, dann geht's wieder Genau. voll ab. Super Mario. Ja, ich habe ja auch am Anfang, habe ich ja gesagt, extra, das ist wie so ein Super Mario für die jüngere Generation, in Anführungsstrichen. So, Level wieder geschafft.
Ist dann auch nichts mit irgendwie super so mal extra Bonus, wenn man jetzt hier Special schnell ist oder so? Nee, nee, ist nichts bei diesem Spiel. In einem zweiten Level jetzt oder was? So, jetzt kommen wir in den dritten Level. So, nach dem dritten Level würde ich sagen, wir machen dann erstmal ein bisschen Päuschen. Genau. Also, das sollte dann für euch reichen, das da zugeschaut zu haben. Dass ihr das verstanden habt, um was es geht. So, jetzt haben wir ein Bonbon. Das Bonbon ist in Wirklichkeit kein Bonbon, sondern das ist ein Kaugummi. Und vermutlich werde ich das aus Versehen euch noch präsentieren, was das macht. Nämlich, man kann dann einmal runterfallen, aus dem Bildschirm raus. Oh, ja, sage ich doch. Naja, da passiert genau das. Ihr versteht, was ich meine. So, hops, hops. Ja, es ist, hier zieht schon der Schwierigkeitsgrad ein gutes Stück an. Aber es ist auf jeden Fall schon ein schönes Spiel. Das ist definitiv ein angenehmes Spiel. LP-Wert? Naja, nicht unbedingt. Ein richtiges Let's Play-Wert, ich glaube nicht. Obwohl, vielleicht wird es später noch richtig, richtig crazy oder so. Das weiß ich noch nicht. Ich habe nur die erste Welt gespielt. Okay. Dann gibt es noch andere Extras. Man kriegt dann hier noch zum Beispiel noch dickere Blubbel. Ja. Also, ist jetzt nicht super anspruchsvoll. Vom Schwierigkeitsgrad her. So, hier muss man laufen. Aber nach dem Level machen wir wirklich Schluss. Auf jeden. Auf jeden? Auf jeden, ey, das machen wir. Hups. Machen wir. Boing, geht mal. Weil wir cool sind. Hups. Ja, geht da unten haben wir ein Leben. Da kommen wir aber nicht ran, weil wir hätten wir woanders lang gehen müssen. Schade, schade, Schokolade. Hups. Das ist schade, schade, Schokolade. Kennst du den Spruch nicht? Nö. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Aber ich weiß, dass das Spiel bestimmt lustig noch wird. Das könnte durchaus tatsächlich so sein. Und dass ich gern das Outro noch gesehen hätte, aber das dauert zu lang. Das Outro? Achso, den Endscreen sozusagen. Den Nachklapp. Outro. Outro. Zack. So, ihr habt gesehen, da unten war so was wie eine Wolke. True. Die kann man natürlich gleich mal nutzen. Flup. Woo! The badge is Carol. No! Oh, fuck you. Was? Warum? Oh, ich bin beinahe runtergefahren. So, hier ist nämlich ein Geheimnis versteckt. Das wollte ich euch jetzt nämlich noch zeigen. Echt jetzt? Hm? Hast du doch gewusst? Das habe ich gewusst. Hast du es echt jetzt so gemerkt von früher oder was? Ja. Krass. Ist jetzt nicht hier so cool, was man hier bekommt. Ein paar Münzen halt und dann. Aber dass du das gemerkt noch hast, ist ja, das finde ich schon. Ja, finde ich allerdings auch. Das ist vor allem für mich. Also, ach ja, hier haben wir einen Bomber versteckt, siehst du? Ja. Und eine Klamotte. Wow. Das finde ich jetzt schon mal sehr hart. Sehr behaart. Sehr, sehr behaart, meine ich doch. Hui. Doing, doing. Ja, echt, dass du das gemerkt hast, ist ja. Hut ab, mein Freund. Hut ab. Ja. Und hier stand ich ewig im Scheiße, wie komme ich denn hier hoch? Ja, das Geheimnis ist, Luft anhalten und dann macht er tschakka tschakka und dann geht das auf. So, liebe Leute, das war's mit dem Netz angezockt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen die Entscheidung leichter gemacht, dieses Spiel tatsächlich mal selber anzuspielen. Gerne auch mit euren Kleinen eventuell oder wenn ihr selber klein seid, vielleicht auch alleine zu spielen. Je nachdem. Ist auf jeden Fall ein ganz knuffiger Titel. Hier im nächsten Level, dann ist noch, wie man sieht, hier Wind. Da muss man gegen den Wind laufen, ist man ein bisschen langsamer, muss man ein bisschen mehr aufpassen und so. Und dann kommt dann auch noch bald schon der erste Endgegner. Aber so viel will ich euch nicht spoilern. Also, macht's schon mal gut, bis dann, tschaußen. Bis zum nächsten Let's Gang gezockt. Ja, genau. Ja, genau. Tschaußen. Tschaußen.